Strahlendes Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Pencil Selling. Was bedeutet eigentlich jetzt Pencil Selling und wie nutze ich das? Das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. So, Pencil Selling. Was bedeutet erstmal Pencil Selling? Pencil Selling ist eine Methode, wo du Grafiken, Rechenwegen und Kombinationen in Stichpunkten, Piktogrammen und Zahlen gemeinsam mit euren Kunden aufschreibst. Und das auf gewöhnlichem Papier oder auch digital auf dem Tablet. Das folgt nur für einen besseren Verkaufsgespräch mit deinem Gegenüber. Nicht jeder kann es und deshalb mache ich diese Pencil Selling Trainings. Ich liebe Pencil Selling. Ne? Zum Beispiel hier Deutsche Telekom, ne? Jeder kennt es, Mobilfunk, da wird es häufig angewendet. Warum? Weil man den Kunden erstmal den Bedarf generieren muss und danach das Angebot zu präsentieren. Wenn du jetzt eine Broschüre hast, kannst du dein Produkt nicht so dem Kunden verkaufen. Du musst das irgendwie aufskizzieren, aufzeigen, was deine Merkmale, dein Nutzen ist, deine Vorteile, was er davon bekommt. Denn insbesondere sind wir alle Menschen und wollen voneinander kaufen. Und wir kaufen doch gerne bei einem, der das so aufskizziert und aufmalt, dass der klare Nutzen für das Gegenüber hervorkommt. Deshalb gibt es in meinen Training diesen Pencil Selling Blog, wo man das trainiert. Und da gehen wir drauf demnächst dann auch weiter hinein in diesen Trainings. In diesem Sinne, das war eine Kurzerklärung, warum Pencil Selling so wichtig ist. Und ich finde es wichtig, egal in welchem Beruf. Ob jetzt Telekommunikation, Baumarkt und so weiter und so fort. Man könnte es überall anwenden, machen aber sehr weniger. Wenn du mehr wissen willst, hinterlass einen Kommi, gib dem Video einen Daumen und abonniere meinen Kanal. Dein Michael.